Wir sind heute im Franziskus-Tierheim und treffen Frank Weber, den Leiter. Er zeigt uns die Bewohner und was durch die Spende aus dem Zweckertrag des Lotteriesparens angeschafft werden konnte. Franziskus-Tierheim ist ja schon eigentlich eine alte Institution in Hamburg und es gibt schon über 30 Jahre. Wir nehmen hier Hunde, Katzen, Kleintiere auf, also Kaninchen, Meerschweinchen und haben auch eine angegliederte Wildtierstation. Und zu finden sind wir gegenüber von Hagenwerks Tierpark in der Lockstädter Grenzstraße. Und nach Corona freuen wir uns wieder, wenn wir hier genug Besuch bekommen und unsere Tiere dann auch mal den Leuten vorgestellt werden können. Wir haben auch ein Café angegliedert. Zuerst gucken wir uns das Hundehaus an. Hier sind gerade neue Bewohner aus Spanien und Rumänien durch die Auslandshilfe angekommen. Die Kleinen hoffen nun auf ein liebevolles Zuhause. Auch Senioren sind dabei. Nun, hier haben wir auch unsere älteren Hunde. Die ist schon 14 Jahre alt. Aber ansonsten ist sie so weit fit, dass ich denke, sie könnte noch 2 Jahre lang, vielleicht idealerweise auch ältere Menschen, die jetzt nicht mehr so viel spazieren gehen wollen oder so, noch mal glücklich machen. Im Katzenhaus gibt es tolle News. Da haben wir jetzt noch welche drin. Karlchen ist vermittelt. Er darf jetzt in Kürze umziehen. Nee, Karlchen. Es gibt Kaninchen, Ratten und Mäuse, Streifenhörnchen, Waschbären und. Durch den Zweckertrag des Lotteriesparens konnte sich das Tierheim einen Holzschuppen anschaffen. Hier ist Platz für Gartengeräte und im Schillbereich können es sich Interessenten mit den Vierbeinern gemütlich machen. Ich bin der Hamburger Sparkasse immer sehr, sehr dankbar für die Unterstützung. Wir haben hier schon über die Jahre ganz, ganz viel gemacht und uns ganz, ganz viel geholfen. Vielen Dank dafür und vielen Dank natürlich für alle, die beim Lotteriesparen mitmachen.